Also das heißt, ich bin jetzt dran, ne? Ich bin ein bisschen aufgeregt, weil, also mein Name, ihr beiden, Angela und Mann, Vorname ist Elias. Elias, er kennt mich ja nicht. Ja, ich war so ein bisschen, also ich bin Fotografin und Filmwissenschaftlerin und darunter verbirgt sich dann auch noch ein bisschen Philosophie studiert haben und gerne tanzen und so weiter. Also unter mir verbirgt sich so kein Spezifist, sondern eher ein Multisasser, also jemand, der sich gerne, also ich interessiere mich für viel und bin nicht so gerne im Speziellen. Aber ich beschäftige mich immer gerne mit bestimmten Themen. Und wir hatten ja den Auftrag, dass von uns Leute nach Athen gekommen wären und wir sollten eine Fragestellung mit nach Athen geben, wenn wir nicht dorthin gekommen wären, was ich nicht, also ich wäre nicht mitgekommen. Und deshalb hatte ich mir, im Hintergrund sieht man das, ein Triptychon überlegt und habe es das Abbild, The Image genannt, mit der Fragestellung: Was ist Wahrheit und wie wird sie gemacht? Dazu hatte ich einen kleinen Text geliefert und dachte, ihr würdet dort in Ruhe drüber diskutieren, und ich bin außen vor. Jetzt ist die Situation ganz neu geworden. Ich muss live hier in Zoom mit Menschen, die irgendwo digital sind, sprechen und etwas vortragen. Und daraus hat sich natürlich was ganz anderes entwickelt. Ausgehend von diesen drei Fotos habe ich mein Archiv durchgewühlt und mich zum Thema Wahrheit oder Fiktion oder was ist für mich real oder wo sehe ich Realität auseinandergesetzt. Und dabei hat sich dann eine kleine Fotoshow entwickelt. Und natürlich, wie immer, so bin ich, alles in letzter Minute, musste ich jetzt dazu noch gleich ein Audio Background legen und ein paar poetische Phrasen mir überlegen. Hallo Almut, falsch rum. Sodass das Ganze jetzt 15 Minuten dauern wird. Ich werde jetzt eine Slideshow abspielen. Ich hoffe, dass ihr mich gut versteht, während auch Geräusche im Hintergrund sind. Und nach 15 Minuten können wir dann über unsere Wahrheiten reden, sozusagen. Also wenn alle bereit sind, das werde ich jetzt mal auf den Bildschirm teilen gehen und es geht los. Und ich werde jetzt Danke auf Deutsch reden können, weil das Englische habe ich ja natürlich in letzter Minute in Google Translate übersetzen lassen. Aber wenn jetzt spontan noch jemand dazu käme, würde ich das auch switchen und ich würde Harald oder Vladimir bitten, denjenigen, die spontan dazukommen, einfach zu sagen, dass es noch so und so lange in der Form ist, damit alle Bescheid wissen, sozusagen. Nun gut. Ta, 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 ta. So. Und jetzt sollte es losgehen. Wenn ihr das jetzt alle seht, ein weißer Bildschirm, Daumen hoch, perfekt, dann geht es los. Der Schatten der Blätter fällt auf den Baum. Die Wolken spiegeln sich im bewegten Wasser. Der Mensch wird in Umrissen auf die Straße geworfen. Ist das real? Ist die Wolke nicht eigentlich das Blatt? Denn die Formen beider Wesen gleichen sich. Fliegt das Blatt am Himmel? Klebt die Wolke auf der Wasseroberfläche und der Mensch steckt mit Wurzeln tief in der Erde fest? Schwer zu sagen, was sich wirklich unter der Wasseroberfläche abspielt. Bewegungen der klaren Fläche lassen die Wirklichkeit sofort verschwimmen. Ich schwimme mit der Bewegung davon. Weil ich den Umriss des Menschen kenne und weil ich die Erfahrung bereits gemacht habe, erkenne ich einen Menschenschatten auf einer Brücke wieder. Was weiß ich wirklich? Was vermute ich? Was kann ich festlegen?
Und was bleibt im Ungewissen? Die Deutung der offensichtlichen Realität hängt vom Begreifen der Welt außerhalb des Sichtbaren ab. Ist es ein Auge? Ja und nein. Für mich soll es das sein. Kann ich das Abbild berühren, wenngleich es mir nicht dieselbe Haptik bietet, so berührt es doch ein inneres Gefühl in mir. Es ist real in mich eingedrungen. Steht eigentlich alles auf dem Kopf oder habe ich mir nur einen Perspektivwechsel erlaubt? Die Perspektiven bestimmen mein Bild der Wahrheit. Ich kann eine Sache auch mal von einer ganz anderen Seite ansehen. Meine Gedanken fliegen gerade bei Dingen, die ich nicht erkennen kann, Formen, die mir vertraut sind und verknüpfen sich.
nur weil ich kenne, erschließt sich für mich auch in einer abstrakten Form. Begegne ich einer abstrakten Form, kenne ich in ihr, was ich bereits real erfahren habe. Eigentlich ist es die Lücke der Dinge, die mir sagt, was hier gespielt wird. Wie im Film setzt sich auch meine Realität durch Lücken zusammen. Aus Lücken zwischen den Bildern, die in meinen auffallen, setzt sich meine Realität zusammen. Ich bestimme den Ausschnitt. Ich entscheide, was ich zeige und was ich weglasse. Die Fotografie als solche scheint zunächst von Wahrheit erzählen zu wollen. Was ich sehe, ist auch genauso da gewesen. Mit dem Fotoapparat dokumentiere ich die Wirklichkeit. Aber die Wirklichkeit wird von mir so gesehen, wie ich sie sehen will.
entspricht der Wirklichkeit der objektiven Welt. Jedes Abbild, Ort, Bild, Bewegtbild, Person ist schließlich das Produkt und die Entscheidung der Autoren. Die Wahrheit der Erschafferin ist eine andere als die des Zuschauers. Welche Freude sich aus dem Geschauten eine eigene Geschichte zu ersinnen. Also, was ist eure Wahrheit? Hört ihr mich noch? Ja, gut. Jetzt hören wir dich auch wieder gut. Ja. Sabine? Ja? Am Anfang, bei dem ersten Bild, also bei dem ersten Foto, da hast du den Schatten vom Baum. Ja. Also das Schattenbild, war das, also, wie soll ich sagen, war das bewusst? Ein Symbol, was ich da erkannt habe, oder ein bestimmtes Symbol, oder? Nee, es war kein bewusstes Symbol. Okay, gut, okay. Alles was klar. Wäre es denn für ein Symbol für dich? Also, ich habe ein Hakenkreuz gesehen, aber okay. Um gut. Gottes Willen. Dass du irgendwie was nee, ich meine, nee, nicht deswegen, aber ja. Auf die politische Lage, irgendwie, ich weiß nicht, auch nicht, auf die politische Lage irgendwie. Echt krass. Gedenkt. Ja? Nee, okay. Also überhaupt nicht. Sonst, okay, also, gut, okay. Willen, Hilfe. Nee, das war ein ganz wunderschöner Spaziergang und die Blätter waren genau so. Und es hat mich total fasziniert. Und genau wie ich auch an einer Stelle gesagt habe, da ist irgendwie dieses Flatter, also ist so in mich gegangen. Und das wollte ich unbedingt ablichten. Oh Gott, jetzt habe ich total verdorben. Nein. Nein. Du hast nicht drüber gesprochen. Ja, okay. Gut. Weil es ist wichtig, wenn du so eine Wahrheit gesehen hast für dich. Ich hätte gedacht, du hättest es extra so gemacht, aber gut, okay. Nee, aber das ist genau doch das, worum es eigentlich geht. Mhm. Weil du siehst Dinge und du verknüpfst bestimmte Sachen und daraus entsteht deine Wirklichkeit. Und das ist passiert. Also es ist auch gar nicht schlimm. Weil das ist genau das, was ja eigentlich dauernd passiert. Kannst du das zufällig nochmal gerade einblenden, genau dieses Bild? Weil ich habe es jetzt nicht mehr so... wenn dir das jetzt schnell... Moment. Das allererste, ne? Davon... Ja. Genau. Und gleich mache ich noch hier... das da, ne?
Warte mal, mal gucken. Ja, ja, du, ja, also wenn genau. du ganz scharf drüber nachdenkst. Ja gut, ich habe vielleicht zu viel Fantasie, ich weiß es nicht. Ne? An der Seite, ja, genau, aber es ist, ja, genau, also für mich war diese ganze Fläche quasi relevant. Also Ganze, wie diese Blätter quasi auf den Wurzeln liegen. Mhm. Also darum ging es ja sozusagen, dass das, was eigentlich oben ist, unten ist und genau, wie diese Blätter an dieser Rinde quasi, mit der Rinde spielen eigentlich. So. Okay. Genau. Ja. So, mach ich weg. Ich würde dich noch fragen wollen. Ich sage auch gern später was zu mir, aber du hast gesagt, du zeigst die wirklich, nein, was, wie hast du das gesagt? Ich habe das aufgeschrieben. Du zeigst die Wirklichkeit, so wie du sie sehen willst. Ja. Was würdest du denn sagen, wie siehst du sie? So wie ich mein inneres Weltbild wahrscheinlich, also ich sehe, also wie sehe ich die Wirklichkeit? Ich sehe die Wirklichkeit durch meine Erfahrungen, die ich gemacht habe. Und durch diesen Filter sehe ich tatsächlich ja die Wirklichkeit. Weil was ist denn wirklich? Also was mir so aufgefallen ist, bei deiner Welt oder wie du die Welt siehst, ist sie sehr geprägt von Verbiegungen und Verzerrungen. Also die Realität, wo wir immer denken, das ist real, weil wir uns in einem euklidischen Raum bewegen, du tust den durch die Linse betrachten. Die Linse der Fotokamera oder der Filmkamera ist per se eben ein geschliffenes Glas, das ist bauchig und das erzeugt eben das, was du eben auch häufig abbildest. Du bildest häufig Tropfen ab, die genau das eben wieder machen, die spiegeln die Realität in dieser durch Biegung verzerrte Form und damit bewegst du dich eigentlich in einem Raum, den wir aus solchen Spiegelkabinetten kennen, wo entweder unsere Realität gebrochen ist, aber eher mehr eigentlich ist es gar nicht so sehr das Gebrochene, was dich interessiert, sondern dieses gezerrte, verlängerte, da sind Bereiche dünn und andere werden ganz dick. Und das ist bei ganz vielen Bildern eben auch so jetzt gewesen. Du hast einen Bogen gespannt von dem Schatten, dem Schattenleben über das, was ich eben beschrieben habe, bis hin nachher nochmal zu, auch wieder nochmal einem anderen Thema. Aber das Schwerpunktthema, was ich jetzt heute gesehen habe, ist diese Verbiegungen der Realität. Also, weil natürlich, also ich vermute, also wie ich die Realität sehe, auch nochmal auf dich, Ariane, zurückzugehen und das zu kombinieren. Ich vermute ja, dass die aktuelle Situation tatsächlich die so irreal ist, was uns mit dem Miteinander, also was uns vom Miteinander trennt und was wir gewohnt sind und was wir jetzt plötzlich innerhalb von einem Tag auf den anderen anders sehen müssen, dass das alles auch in soll, also dass ich das alles gefunden habe quasi in diesen Verzerrungen, dass wir schauen uns was an und denken, so ist es, aber im nächsten Moment drehen wir uns gerade, wenn man, also viele Sachen, die ich ja fotografiert habe, eine ganze Serie, sind ja in Autospiegelung passiert. Also ich drehe mich ein bisschen und schaue von einer ganz anderen, leicht anderen Seite, auch nur einen Mini-Winkel und schon sieht diese Sache wieder komplett anders aus und ich muss mich darauf neu einstellen eigentlich so. Also das ist, glaube ich, dieses Verzerrende, dass man sich nie sicher sein kann, ob es wirklich so oder so. Also ist das jetzt so oder ist es vielleicht doch ein bisschen von der anderen Seite zu betrachten? Vladimir? Eigentlich dein Thema ist ein Thema, die immanente alle Kunst und Kunstsparte und alles nicht die Realität ist. Alle, was die Realität abbildet, ist eine manipulierte Realität.
manipuliert nicht in schlechten Sinn immer, aber ist manipuliert, ist etwas nicht real mehr. Auch wir, was wir hier machen, wir haben den Eindruck, dass wir live sehen, aber das ist eigentlich nicht. Das ist nicht live. Es ist eine manipulierte. Ich müsste manchmal eindeutige oder pausierte oder mit anderen Impetus reden, damit ich verständlich werde. Ein oder andere muss auch mal sich Make-up machen oder. Das ist alles nicht real mehr. Das ist eine, deswegen auch sogar ist es anstrengend für uns, mehr als 2-3 Stunden hier sein. Das habe ich auch thematisiert bei meiner ersten Vortrag, das Thema, das ist sehr anstrengend und das ist auch ein Teil der Kommunikation fehlt, damit wir als real betrachten, weil wir wissen, dass es nicht real ist. Es fehlt die Pause, es fehlt die Angucke, wie die Hand da ist oder wie die Beine kreuzt oder damit man ein bisschen diese Person erfährt und genau versteht, was sie sagen möchte. Das ist nur ein Teil der Realität. Und das auch der Fotografie. Die Fotografie hat angefangen vor über 100 Jahren. Und wir haben gedacht, oh toll, man kann die Realität abbilden. Überhaupt nicht. Heute haben wir die Verständnis, dass die Fotografie nicht die Realität abbildet, sondern eine Blinkwinkel über diese Realität. Ja, genau. Das ist ja auch das, womit ich mich, glaube ich, seitdem ich also Fotografin gelernt habe und ich habe das im Porträtladen gelernt, so richtig als Gesellin, seitdem setze ich mich damit auseinander, was ich hier eigentlich tue in dem Sinne. Weil Menschen wollen sie sich selbst fotografiert wissen, aber niemals so, wie sie wirklich sind. Bloß nicht. Also da muss echt, und das ist so dieser Zwiespalt zwischen dem, dass man doch sein wahres Ich erkennen will, gerade im Porträt, aber man muss dann schon auch noch hier ein bisschen was machen und man muss genau gucken und also so wie man eigentlich ist, also so will man dann doch nicht zu sehen sein, gerade auch weil man, und das merken wir jetzt ja auch ganz oft an diesen Kameras, manche haben die, also wir sind ja spiegelverkehrt quasi, wenn wir unser Foto sehen. Das sind wir aber nicht gewohnt. Also unser Foto ist real, aber wir gucken in den Spiegel und sehen uns spiegelverkehrt und das verwirrt uns ja immer. Und deshalb sind wir ganz oft mit Porträts, die wir bekommen, nicht einverstanden, weil wir uns so nicht kennen. Und manche haben ja auch Kameras Front oder Rear und dann ist es je nachdem, ob es gedreht wird, erscheint man andersrum, als man in der Wirklichkeit ist. Das ist ja alles sehr spannend, dass wir jetzt hier in diesem, wie wir uns jetzt hier darstellen, haben wir uns irgendwie extra irgendwie schön gemacht tatsächlich oder jetzt sieht es ganz komisch aus, weil ich ja im Hintergrund diesen Hintergrund habe. Also ich habe einen extra Hintergrund, nicht mein Atelier, weil ich dachte, das ist ja mein Vortrag jetzt. Aber wir überlegen uns schon sehr gut, wie setzen wir uns hier hin, obwohl wir eigentlich nur miteinander sprechen wollen gerade. Also in Wahrheit. Ja, in Wahrheit. Ich finde das so gut, Sabine, weil das irgendwie unser ganzes Leben ja auch beschreibt. Das hat alles irgendwo was mit Beobachtung zu tun. Das habe ich jetzt so für mich empfunden bei dir, dass du ein sehr guter Beobachter bist und immer auch so die Möglichkeiten siehst in dem, was du entdeckt hast. Und eigentlich ist das ja in unserem ganzen Leben so oder in vielen Bereichen des gesellschaftlichen Miteinanders, dass man immer auf ein Gegenüber stößt, was vielleicht anders auf dasselbe guckt wie man selber. Also es hat einen Perspektivwechsel dann irgendwo stattgefunden, wenn ich versuche, den anderen zu verstehen. Weil er vielleicht das gleiche Objekt oder das gleiche Geschehen, aber er sieht trotzdem was anderes. Also ich finde so, deine Arbeit hat so fast so was Systemisches, weil man so durch das, was du halt zeigst, den Betrachter ermöglicht, ihm es leichter machst, die Perspektive zu wechseln oder also auch mal das Haus durch einen Tropfen beobachten oder die Spiegelung in der Wasserpfütze oder so. Und das ist, finde ich, so ein kleiner Hinweis kann das ja auch sein. So guck,
Das kann man auch so sehen. Also es ist so eine schöne philosophische Geschichte fast. Also wenn man, also gibt es ja auch viele Bücher und Schriften dazu, wie man so die Perspektive mal wechseln kann und vielleicht selber auch aus seinem eingefahrenen Blickwinkel so ein bisschen mal rauszukommen. Ich habe leider bei deinem Vortrag das, was du gesagt hast, nicht so gut verstanden. Also das fand ich ein bisschen schade, aber die Bilder haben mir sehr gut gefallen. Fand ich ganz toll. Ja, danke. Thomas, willst du erst noch was sagen? Ja, also ja. Ich fand es sehr poetisch. Also das finde ich ganz ansprechend. Und es geht mir auch so, dass es so ein bisschen ist, einfach mal die Sachen aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten. Und ich habe auch so das, was der Flattner gesagt hat, dass er mit der Manipulation, das sehe ich gar nicht so. Also ich finde, also hast du zum Beispiel Häuser in dieser Pfütze, die Spiegelung und so. Also man kann natürlich die Häuser fotografieren oder man kann die in der Pfütze, die Spiegelung der Häuser fotografieren. Und das ist jetzt für mich keine Manipulation, sondern es ist einfach eine andere Realität auch. Das wollte ich nur sagen. Ja, also ich habe mich total gefreut, als bei dir es poetisch wurde im Übrigen, weil ich dann gedacht habe, oh, wir passen total gut hier zusammen hintereinander. Das ist ja ganz wunderbar irgendwie. Und ich glaube, das mit der Manipulation von Flattner ist insofern schon wichtig, dass wir die Illusion haben, dass sowohl in der Fotografie, aber auch teils in der Malerei. Also am Anfang ging es ja bei der Malerei, als es naturalistisch wurde, also ich bin jetzt keine Expertin der Kunstgeschichte, aber irgendwie, als es eigentlich vom Porträtmalen der Menschen, die sich abbilden lassen wollten, hin zur Fotografie ging, ging es ja um die Realität, die da zu sehen ist. Und ganz wichtig, dass wir in der im Fernsehen, also in Dokumentarfilmen, Fotos ja davon ausgehen, dass uns die Wirklichkeit gezeigt wird. Aber trotzdem ist es total wichtig zu wissen, dass dort auch nur Ausschnitte gezeigt werden von einer bestimmten Richtung, die dort, also die man zeigen will. Du überlegst dir im Dokumentarfilm genau, was du warum machst. Du weißt bei dem Foto genau, warum du da vielleicht nur die blutende Hand und nicht das Gesicht dazu nimmst oder whatever, also du entscheidest das und du entscheidest, wie danach die Menschen darauf reagieren. Und deshalb ist es schon, also ist es natürlich ein manipulatives Medium letztendlich. Und ich glaube, deshalb noch war es mir auch so wichtig, in dieser Wahrheitsfrage genau so krasseste Perspektiven wie möglich zusammenzuführen, um das nochmal laut zu machen, sozusagen. Danke, Sabine, dass du besser versuchst zu erklären. Es geht nicht um jemanden zu manipulieren, um etwas zu glauben, sondern dass Manipulationen sind, das ist handwerklich auch. Das ist nicht die Realität, sondern das ist die Abbildung davon. Es geht nicht um Manipulation, dass ich versuche, dich zu täuschen, sondern das ist der Charakter der Kunst selber, ist etwas hergestellt. Das ist nicht etwas real, es ist etwas aus der Realität entwickelt. In diesem Sinn ist manipuliert. Mhm. Ja, Sabine, hörst du mich? Ja. Also so wie ich das sehe, spielst du mit den verschiedenen Aspekten der Wahrheit. Schein, Wahrheit, Umdrehen der Wahrheit, was zeige ich, was zeige ich nicht von mir oder von der Wahrheit. Also in jedem Bild finde ich, dass du in jedem Foto einen anderen Aspekt der Wahrheit bearbeitest. Also finde ich toll. Danke, das freut mich. Plato hat gesagt, dass das eigentliche Reale ist die Idee. Und die Objekte, die sind eine Abbildung von der Idee. Was du jetzt machst, ist, du nimmst die Objekte, du tust eine Transformation durch die Fotografie, durch die Spiegelung. Und damit schaffst du eine neue Idee, die auch genauso real ist und auch in der Welt der Ideen ist. Und damit ist beides real. Also das Objekt
und auch deine Transformation, deine neue Abbildung sind beide real. Eine andere Realität, aber beides ist real. Platon. Danke. Ich glaube, das war schön, dass du gesagt hast, Elias, weil ich glaube, sie gibt uns die Objekte wieder zurück als mit einer großen Herzlichkeit und auf die verschiedene Vielfältigkeit dieser Objekte uns anbietet. Und das ist das Interessante, weil es ist nicht eine Sache, es ist nicht nur eine Sache, hat verschiedene Aspekte. Und wenn mehr Aspekte beleuchtet ist, mehr zu uns real wird sogar. Das ist fast das Umgekehrte, dass durch die Fragmentierung der Realität wird die Realität realer vor uns. Weil wir werden sagen, okay, die Realität hat mehrere Realitäten gleichzeitig. Ja, genau, die Welt ist einfach sehr, sehr vielschichtig. Also es gibt nicht nur die eine Wahrheit und wahrscheinlich leben wir auch alle gar nicht nur jetzt. Also das weiß man ja nicht, wie viele Dimensionen es wirklich noch sind auf dieser und ob wir nebeneinander zeitlich oder, also es, ne, da kann man ja schon auch noch ein bisschen mitspielen irgendwie. Nee, das ist schon wieder ein anderer Bereich, das ist so ein Glaube, da bin ich nicht dabei. Ja. Nee, ich rede nicht vom Glauben, also ich rede einfach nur von Dimensionen, Flatten, ja. Raumzeitdimensionen, ja, oder genau. Wie? Ja. Und welche Wahrheiten habt ihr sonst noch so in der Runde? Es gibt ja viele Wahrheiten. Ich habe eine, du hast eine, wir haben alle eine. Aber wir leben alle eigentlich in einer Welt, die ja weitestgehend sich gleicht, sagen wir so, hier in Deutschland, in Europa. Aber wenn man jetzt so ganz woanders ist, in, was weiß ich, im Kongo oder in Kuala Lumpur, ist wieder eine ganz andere Welt. Und da gibt es wieder andere Wahrheiten. Vielleicht ist sie immer damit verknüpft, dass man so zurechtkommt mit seiner Umwelt, mit seinem Umfeld, diese Wahrheit, dass man sich verbindet mit dem, wo jeder so ein gewisses Credo für sich hat und im Prinzip wohlfühlt. Ja, wie, auf welche Art er sich wohlfühlt, das ist jedem dann nochmal ganz eigen. Ja, so sehe ich das. Das ist so, du hast eine konstruierte Wahrheit quasi angesprochen. Also eine kulturell konstruierte Wahrheit, was ja auch total wichtig ist, dass wir uns bewusst sind, dass wir in einer bestimmten Welt und in einem bestimmten Setting leben und deshalb bestimmte Dinge für uns so oder so wahr sind. Also was hier für uns weiß ist, ist in Japan schwarz. Also das alleine ist schon ein Unterschied, also auch emotional irgendwo. Also somit lebt tatsächlich jeder in einem unterschiedlichen Kulturkreis in anderen Wahrheiten, die man verstehen muss, um das auch wirklich zu verstehen, wie andere leben. Natürlich gibt es auch die großen Menschheitswahrheiten, also der Menschheit jetzt die Umweltverschmutzung, was für alles, so eine globale Wahrheit oder die für alle eine Wahrheit ist. Weiß auch nicht. Ja. Ja, die Systemiker, wie die Elke schon gesagt hat, die sagen ja auch, es gibt nicht eine Wahrheit, sondern nur die Wahrheit in uns selbst. Und was ich schon spannend finde, du musst noch nicht mal in eine andere Kultur gehen, du gehst in ein System, in eine Familie und es gibt eine Situation. Jeder nimmt die Situation anders wahr. Die gleiche Situation wird von den Kindern anders aufgenommen, von den Erwachsenen. Eventuell kommen noch Außenstehende hinzu. Und von daher gibt es ja gar nicht die Wahrheit. Und da gibt es die Möglichkeit, durch zirkuläres Fragen den anderen zu fragen, wie hat er das wahrgenommen, wie der andere das gesagt hat. Und das finde ich total spannend, weil du dann sozusagen dich auf die Suche nach der Wahrheit des anderen machst.
Aber freiwillig machst du das nicht, weil du spontan deine eigene innere Wahrheit für dich findest. Und das ist für mich faszinierend. Eine Situation und sehr unterschiedliche Wahrheiten. Und ansonsten, wollte ich dir noch eine kurze Rückmeldung geben. Mir gefallen deine Bilder sehr gut. Die sind wirklich, wie auch schon der Thomas sagte, sehr poetisch und sehr vielschichtig. Und ich glaube, es ist auch nicht umsonst, dass du viele Rückmeldungen bekommst, weil das sehr viel Fantasie, Kreativität freisetzt. Jeder kann viel schauen. Ja, fällt mir sehr gut. Du hast auch viel Wasser. Ich auch gut. Danke. Dankeschön. Ich wollte nur mal sagen, wenn man nur ein Bild von dir nimmt und alle, die jetzt hier sind, wie die darauf reagieren, das sind für mich so ähnlich wie die Situation, die du sagst, du gehst in eine Familie rein, aber ich denke, wenn man nur ein Image nimmt, dann ist die Frage, sehen wir alle das Gleiche? Was ist das? Wenn du sagst, das ist grau, das ist blau, wer weiß, was du unter blau verstehst oder was ich unter blau verstehe? Wahrscheinlich gibt es dann so einen gemeinsamen Nenner, aber es gibt immer einen Unterschied auch, weil jeder sich selbst und seine Erfahrungen, seine Biografie mitbringt. Deswegen verbindet man das immer dann auch wahrscheinlich sehr oft mit Erfahrungen und sieht dann entsprechend auch Dinge, die man vielleicht mehr rein interpretiert und so nur versteht. Also deswegen ist, wenn man eine Sache betrachtet oder viele eine Sache betrachten, es wird ja deswegen auch so genutzt, dass es, dass das, was man sieht, dass das praktisch in eine Art Pool, in eine Art Schwarmintelligenz erfasst wird und dann die Essenz daraus ist also weitestgehend das, worum es wirklich geht. Ich weiß nicht, ob das auch jetzt in Sabine ihren Bildern so das Thema war, aber um nochmal auf Sabine, ihre Bilder so zurückzukommen, ist es so für mich, dass sie wirklich immer so eine Möglichkeit einbeziehen, Dinge zu betrachten. Und dass es so eine gewisse Freiheit hat und dass es eine gewisse Beobachtungsgabe. Also du hast da so einen Blick dafür entwickelt, sowas auch zu sehen. Also wie oft laufen wir an Dingen vorbei und sehen die gar nicht, aber manche, die haben so einen spezifischen Blick, weil sie halt sich damit beschäftigen und sensibilisiert sind und deswegen sehen die das auch. Können dann so einen entsprechenden Fundus auch erstellen an Fotos und Dokumentationen. Finde ich toll. Ja, also ich frage mich immer, was fotografiere ich eigentlich? Und meistens sind es irgendwie keine wesentlichen Dinge sozusagen. Also es ist tatsächlich egal, ich habe den Fotoapparat ja egal überall dabei und es fällt ja einem wirklich auf der Straße immer irgendwas auf, was man irgendwie anders anschauen kann oder plötzlich irgendwie, worüber man stolpern kann irgendwie. Das ist ja eigentlich der Reiz, da unterwegs zu sein mit so einem Apparat. Also ich nehme mir, meistens entstehen solche Themen erst, nachdem ich eine Weile gesammelt habe und daraus dann entdeckt habe, das ist es, was ich gerade spannend finde. Also über diese Autospiegelung bin ich auch irgendwie so zufällig gekommen, so ach toll, wie krass Autos eigentlich Bildfläche ergeben und dann hat mich das eigentlich, also lässt mich das auch schon die ganze Zeit gar nicht los. Also da sind ja zwei größere Projekte entstanden draus auch. So. Ja, ansonsten seid offen für jede Wahrheit, würde ich sagen, aber passt auf euch auf. Manche Wahrheiten können ja auch gefährlich sein. Also um auf Angela, auf dich am Anfang zurückzukommen, da wollen wir nicht wieder hin. Auf gar keinen Fall. Ja. Ja, also ich hätte nochmal so mit diesen verschiedenen individuellen Wahrheiten, aber wir brauchen ja auch so eine Art Konsens von einer Wahrheit, sonst wäre ja auch Kommunikation überhaupt nicht möglich.
Also irgendwie muss es ja Schnittmengen geben, ne? Von den Wahrheiten. Ja, und sonst wäre es ja auch nicht wichtig zu kommunizieren. Ja, und Wahrheit wird generell auch immer gefährlicher, so wie du sagst. Man sieht es ja bei verschiedenen Reportern in Ländern, die werden umgebracht, wenn sie die Wahrheit sagen. Es wird immer ja, gefährlicher sozusagen. Also, ja, nicht. Ja, ich würde da auch sagen, dass aktuell die Berichterstattung, von der wir ausgehen, dass sie die Wahrheit spricht, also sehr zu hinterfragen ist und dass man mindestens 20 Kanäle gleichzeitig schauen muss, um wirklich zu wissen, worin in oder in welcher Krise wir eigentlich stehen, von der sowieso auch keiner weiß, was die Wahrheit ist sozusagen. Das ist ja gerade besonders auffällig auch. Vielleicht lernen wir jetzt auch wieder selber nachzudenken. Weil wenn man das sich immer nur einverleibt und das Hirn dabei überhaupt nicht einschaltet, ich glaube, wir machen das vielleicht schon eher, weil wir vielleicht Künstler sind, aber die breite Masse, die konsumiert das und blubbert das halt so weiter und macht noch ein Breichen dazu. Aber ja, das ist schon ganz schön komplex, das Ganze, und macht es echt nicht einfach. Und wer da jetzt sowieso schon Schwierigkeiten hat, da sehe ich so die Gefahr gerade drin, da wirklich den Überblick zu behalten und zu wissen, was ist denn jetzt wirklich tatsächlich. Ja, ich denke, das Problem gab es sowieso immer schon. Nur im Moment sind die Leute, die die Corona-Geschichten erzählen, noch nicht erfahren genug darin, die so zu erzählen, dass er glaubhaft ist. Und das ist das Einzige, was unterschiedlich ist. Weil alle anderen Geschichten sind schon abgehakt und die sind erzählt worden und sind so, dass sie den meisten Leuten glaubhaft erscheinen. Und darum geht es ja. Die meisten Leute müssen was glauben. Für den gemeinsamen Nenner sozusagen. Ne? Ja, den gemeinsamen Glauben an eine Geschichte. Ja. Vladimir? Ich glaube, wir sind... Hallo, Sabine, hört ihr mich? Ah, ja, aber deine Mikrofon wieder Geräusch. Wer bis dran ist, der Helmut. Kannst du das Mikrofon besser beherrschen, bitte? Ja, geht das mit dem Mikrofon? Wenn du immer das Mikrofon antastet, hören wir viel Geräusche. Und das ist unangenehm. Ja, klar, weil jetzt muss das ja mal ausrichten, ne? Ja, ich wollte mal. Lass die Helmut zuerst reden. Ja. Almut, bitte. Ja, Sabine, deine wunderschönen Bilder, die haben mich sehr beeindruckt. Ich habe mehr als beeindruckt, das ist überhaupt gar kein Ausdruck dafür. Die haben mich ins Träumen gebracht, die haben mich mitgenommen, es war wunderbar. Und dann war ich irgendwie völlig ernüchtert, als dann die Diskussion darüber losging. Ich finde, das wurde dann so, ich habe ein bisschen Probleme damit, wenn das dann so zerredet wird oder so. Am liebsten hätte ich mir den ganzen Film, alle Bilder noch einmal angeschaut. Ja, ja, ich wollte nämlich auch nochmal dazu was fragen, diese ganzen fantastischen Überblendungen und die Wolken, die Ausschnitte und die Schluchten und es ist wirklich wunderschön gewesen. Nur am Schluss hattest du da eine ganz andere Art von Bildern noch dran gehängt. Warum hast du das gemacht? Was war deine Absicht? Ja, du redest von den tatsächlich realen da. Ne? Also das ist nämlich auch ein Teil der Wahrheit. Also im Prinzip gibt es ja auch Kleinigkeiten, die einem sonst nicht auffallen. Also das zum Beispiel das grüne, also das türkisene Blatt, das ist jetzt nicht von mir eingefärbt gewesen zum Beispiel, sondern das ist so, habe ich es im Wald gefunden. Oder dieser seltsame Plastikluftballon in diesen Blüten, das sind ja auch kleine Wahrheiten, auf die man so stößt. Also und das war für mich, also irgendwie hat es
es ist schwierig, warum. Also es hat für mich irgendwie so dazugehört und für mich haben auch meine Selbstporträts im Spiegel insofern dazugehört, als dass es immer wieder auf dieses, wie sehe ich die Welt oder wie sehe ich mich in der Welt und so sehe ich mich als Schatten oder als Spiegelung und verzerrt, also hinter den Dingen, mit den Dingen in der Welt verwoben so ein bisschen. Das war, also für mich war das schon, es war nicht rein, also es war nicht absolut rein sozusagen. Es ging nicht nur um die Spiegelung und so weiter. Es musste, also für mich gehört das rundum zu diesem Thema irgendwie, zu dem Thema der Wahrheitssuche oder der ja, meiner persönlichen Realität eigentlich, ja. Vladimir, du wolltest auch noch was sagen. Ja, ich wollte sagen, wir sind gerade in der Zeitalter, in der großen Zeitalter der Medien. Ne? Und vorher war gesprochen über die Schwierigkeit, die Wahrheit zu erfassen und zu wissen. Wir haben angefangen mit den Oralgeschichten, dass man die Wahrheit der anderen gesagt hat, oral, die Geschichte der Menschheit. Danach haben wir die Bücher entdeckt und die Bücher wurden der Wahrheit in den Büchern geprägt und geschrieben und wir haben auch geglaubt an diese Wahrheit oder nicht, die da drauf geschrieben ist, oder wurde auch andere Bücher mit anderen Wahrheiten auch gesprochen. Und dann heutzutage haben wir die große Internet, wo alle die Möglichkeit hat, seine eigene Wahrheit da zu posten, zu schreiben. Und viele, die keine Wahrheit haben, folgen die Wahrheit, der die Wahrheit prägen. Und wir haben die gleiche Zeitalter diese große Informationsmöglichkeit, wo verschiedene Wahrheiten gleichzeitig polywahrheitmäßig existieren und mit der gleichen Kraft propagiert sein können. Und das die Menschheit muss jetzt durch. Und es gibt nicht nur das Fernsehen, es gibt nicht nur das Radio, es gibt alle Medien, die wir die ganze Zeit ständig zusammenträge und die Wahrheit da, das ist keine Bibel, das ist ein Handy, aber es sieht so aus, ne? Vorher haben die Evangelikale die Bibel so geträgt. Ne? jetzt gehen wir weiter, genau. Das ist die Ergebnis der Gesellschaft, die wir Menschen gebildet hat. Und die Menschen sucht immer die Wahrheit, ne? Und er braucht auch als Standpunkt, als Orientierungspunkt, ne? Und aber jetzt sind viele. Ja, man könnte sich doch davon verabschieden, zu denken, dass es nur eine Wahrheit gibt. Also es ist doch schön, dass es viele gibt. Ich glaube, dazwischen wissen wir jetzt auch, aber die Frage ist, aus welcher orientiere ich mich jetzt? Ja, also, die Frage ist ja, ist nicht die Wahrheit, scheinbar Wahrheit, die am lautesten ist, also die am meisten in die Welt geschrien wird, auch über Facebook und was weiß ich. Die mit den meisten Likes, oder wie? Bitte? Die mit den meisten Likes? Genau. Die Mehrheitswahrheit ist das dann. Genau. Ja. Also wir müssen unsere Wahrheit finden in dem Labyrinth der Medien vor dem Fake News, Deepfake. Ich weiß nicht, wisst ihr, dieses Deepfake, was wenn Personen nachempfunden, die schauen wie echt aus. Jeder muss die Wahrheit finden in dem Labyrinth. Ich glaube, das ist unsere große Aufgabe, auch in diesem Zeitalter von Medien und Fake. Ja. Ich mag dieses Bild der Labyrinth, Angela. Der Labyrinth, das kommen wir zurück zu Athen oder zu Griechenland, ja. Mit dem Minotaur. Und der Minotaur ist die Wahrheit, die uns schlug. Wenn wir ihn glauben, er schluckt uns. Ne? Und ja, wir ihm folgen, diese Wahrheit, absolute Wahrheit, diese große Minotaur, die uns schluckt, indem wir an ihm uns widmen. Weil wir, wenn wir glauben, wir widmen uns an diese Glauben. Ja, das ist auch. Vorher war die Kirche und jetzt sind wir selber. Wir selber.
Unser Gewissen, ja, mit allem, ja, ist eine große Aufgabe, denke ich. Ja, und irgendwie, auch wenn es irgendwie eine schlimme Zeit ist, ist also für mich, die ich jetzt keine Arbeit habe, wo ich dauernd hingehen muss und Menschen betreue sozusagen, für mich war ja jetzt das tatsächlich ein echter Rückzug. Somit war es auch eine schöne Möglichkeit, wirklich wieder zu mir zu kommen. Und ich bin ja kein Konsummensch, somit brauche ich auch gar keine Geschäfte und all das. Mhm. Sondern habe wirklich, also ich fand das wirklich unglaublich wichtig für meine Wahrheit, einfach nur meine, also das fand ich ein so interessantes Erlebnis, meine Dinge durchzusortieren, alles, was ich besitze sozusagen, und zu entscheiden, was gehört noch zu mir und meiner Wahrheit und was ist eigentlich, habe ich nie mehr angesehen, kann also auch weg. Und dann wieder klar im Kopf zu haben, das alles bin ich. Und ich weiß jetzt auch, was ich quasi bin, weil ich habe einfach alles mal wirklich in Ruhe mir angeguckt. Also ich durfte das tun, ich musste nicht in dieser furchtbar hektischen Zeit mit dauernd irgendwelchen Terminen sein, sondern man hat mir einfach alle Termine weggenommen und hat mich nur auf mich gestellt. Und es ist halt natürlich, es ist ein Geschenk und es ist fällt einem nicht immer einfach. Also man schaut doch gerne Netflix und dies und das, anstatt irgendwie sich mit sich zu beschäftigen. Aber eigentlich ist es halt auch eine Möglichkeit, zu sich und seiner eigenen Wahrheit zu kommen, wenn man einfach mal ein bisschen sich aus dem Ganzen rauszieht. Und vielleicht, gibt es uns ja auch einen Anstoß, uns selbst bestimmt in Zukunft immer mal rauszuziehen. Und nicht nur, weil uns das verboten wird jetzt. Diese Entschleunigung hat uns auch geholfen, unsere innere Wahrheit zu finden oder auch die äußere, weil es sind ja irgendwie die Masken sind gefallen, kann man so sagen. Und ja, es war sehr interessant zur Wahrheitsfindung, dass man daheim bleiben musste und diese Isolation mit dem Coronavirus. Ich weiß nicht, wie ist das in Deutschland? Haben die alle Maßnahmen aufgehoben? Oder müsst ihr noch irgendwie Abstand halten? Oder? Abstand halten, Masken tragen, wenn wir wo reingehen. Mhm. 5 Meter in Innenräumen müssen frei bleiben zwischen den Leuten. Nur 2 Familien, wie auch immer, die zusammengesetzt sind. Also man sollte sich nicht mit allen Leuten treffen. Ja, dasselbe ist hier auch, ja. Und Restaurants sind auf bei euch? Cafés? Ja. Aber mit Abstand. Viele können gar nicht, es passt weniger Leute. Es muss bestimmte Regeln, wie viele Leute passen nach wie viel Quadratmeter. Und viele kommen gar nicht zurecht, die können gar nicht aufmachen, weil sie weniger Platz haben davor. Und wer draußen Gastronomie hat, sind draußen mehr, so haben mehr Chance. Aber gestern zum Beispiel bin ich auf die Bergerstraße gewesen hier in Frankfurt und da die ganze Gastronomie wird nicht mehr respektiert, Abstand, nichts, voll Leute. Und die Leute haben die Nase voll schon mit diesem Abstand und die Hygiene jetzt alles. Mal sehen, was passiert, ja. Die Flüge, haben die euch aufgemacht? Also könnt ihr ins Ausland fliegen oder noch nicht? Ja, das war das doof. Wir konnten nicht nach Athen fliegen. Ich habe ein Flugticket gekauft seit Anfang des Jahres. Ich war total froh, dass ich Athen überhaupt kennenlernen würde. Und dann, das Mal hat nicht geklappt. Nächstes Jahr wahrscheinlich. Ja, es wäre so schön gewesen, wenn wir da alle zusammen in der Kunstakademie gewesen wären. Aber genau. Gleich im nächsten Jahr, ja. Genau. Jetzt verabschiede mich von euch, wenn ihr das bleiben sollt. Das sind 19.05 Uhr. Also wenn du dafür auch weiterbleiben mit dem Kanal. Ich möchte zu dem Umtrunk gehen jetzt, weil seit 2,5 Stunden läuft. Ne? Ihr habt auch die E-Mail bekommen von Artemis, oder? Mhm. Danke, ja. Haben wir jetzt meine Frage, man verlässt dieses Meeting, geht in das andere, ne? Genau. Ich verlasse dieses Meeting und gehe in der andere von Athen. Da sind alle viele Leute da und ich möchte gerne die anderen Leute kennenlernen auch. Ja. Super. Danke schön. Ja. Ne? Morgen. Ja. Bis morgen. Ja.